So, meine lieben Leute, da sind wir zurück zu Crash Bandicoot 3 Welt 2. Wir wollen weitermachen. Welches Level wartet auf uns? Oh nein, etwas Neues, Leute. Wir müssen Motorrad fahren. Hogwarts. Wir müssen Motorrad fahren. Auch ein geiles Level eigentlich, aber wird später. Da kommen noch mehrere solche Rennen. Das ist nicht so einfach. Ich hoffe, dass wir hier jetzt ganz gut durchkommen, denn ich möchte nicht so oft sterben, weil ich ja so ein kleiner Sammler bin und einfach bisher ganz gut gesammelt habe. Wir müssen Erste werden, glaube ich, auch. Ich glaube, wir müssen Erste werden, um zu gewinnen. Ja? Wenn wir nicht Erste werden, kriegen wir den Kristall nicht. Oh, wir hätten den Speed-Modus aktivieren müssen. Nein, nein, nein. Scheiße. Ey, cool, wir können sogar nebenher fahren. Das ist geil. Oh, wir müssen es schaffen. Wir brauchen unbedingt irgendwie noch Speed. Gibt es hier Windschatten? Aus dem Weg. Komm, 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 komm. Nehmen wir auch noch mit hier. Oh, scheiße. Oh, nein, 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 nein. Wir schaffen es nicht. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Also gut, wir müssen das Level nochmal machen. Schade, Level neu starten. Ja, natürlich. Wir müssen ja Erster werden. Sonst kriegen wir den Kristall nicht. Ah, ich weiß schon, warum ich die Level nicht so mochte. Also, das Level. Aber wir hätten dann anfangen, den Boost mitnehmen sollen und hätten vielleicht so eine oder andere Abkürzung nehmen sollen. Gucken wir mal. Ich glaube, man kann auch einen Superstart eigentlich hinlegen. Den habe ich jetzt natürlich wieder verpasst. Also er hier lähmt richtig rum. Es gibt halt hier keinen Windschatten. Alter! Wie lange düsen wir denn hier so krass? Wie lange fahren wir denn hier mit Fullspeed? Ich glaube, ich schaff's wieder nicht, weil ich dagegen gefahren bin. Aus dem Weg! Vierter. Oh Mann, ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Ich glaube, das wird knapp, Freunde. Mann, das gibt's doch nicht, oder? Können wir gleich wieder neu starten? Kann man das hier nicht neu starten? Wir müssen vielleicht auch mal versuchen, den Booster gar nicht zu aktivieren, weil da können wir so schwer mit lenken. Wie müssen wir neu starten? Ey, das sind die blödesten Level gewesen damals, ja, weil das ist echt schwer eigentlich. Ich glaube, es gibt doch so einen Schnellstart, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. War das kurz vorher denn noch Gas geben oder wie war das? Irgendwie so. Ich glaube, kurz vorher. Ah, der ist, glaube ich, besser gegangen, der Start. Ich versuche jetzt einfach mal normal zu fahren, glaube ich. Ich will jetzt nichts riskieren mit dem Speed Booster. Versuchen wir jetzt einfach mal normal zu fahren. Mittlerweile schon 4, das ist sehr nice. Sieht gut aus bisher. Man kann halt auch die Kurven nicht so eng nehmen hier. Das ist auch so ein Ding. Komm, diesmal schaffen wir es, los. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Den Speed Booster nehmen wir diesmal mit hier. Ich glaube, das sollte gehen diesmal. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, 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 komm. Nice. Aber gerade so, Freunde, das war echt gerade so. Aber wir haben es geschafft, das ist die Hauptsache. Somit haben wir noch 2 Level, bis wir beim Endboss sind. The Endboss. Also, die müsst doch mal zugeben, oder? Die Musik, die ist doch göttlich in dem Spiel. Die ist doch echt göttlich. Also, da kann man doch bloß lächeln. Bei so einer geilen Musik kann man doch bloß lächeln. So, dann machen wir mal Level 9. Tomb Time. Tomb Time. Tomb Time. So rum. Tag, Leute. Tomb Time.
Und ich habe von Uka Uka und Cortex den Befehl, ihnen die Kristalle in den Eiszeiten zu bringen. Also her damit und verschwindet, oder ich mach euch fertig. Na, das wollen wir doch erstmal sehen, ob du uns wirklich fertig machst. Ich zweifle ein wenig daran. Aber nur ein wenig. Sieht fast so aus wie das Gesicht von Cortex. Könnte sogar das Face sein. Nicht einschlafen, Leute. Bei der Musik. Die Level hier sind auch echt nicht so easy, glaube ich, weil da irgendwie das Wasser immer so steigt, wenn ich mich recht erinnere. Okay, den Sprung kann man echt noch machen, das ist echt gut. Geil, Panne. Geil. Okay, dann halt nochmal. Ich glaube, das ist bloß der Aktivierungsbutton, ja. Ab dann geht das Ding wahrscheinlich automatisch. Gucken wir mal. Geh einmal rauf. Ah, recht knapp wahrscheinlich, die Sache. Oh, hier hat einer was hingestreut. Schön. Ich glaube, wir dürfen irgendwie nicht rauf oder so. Ja, die gehen kaputt, genau. Hier haben wir das Bonus-Level. Mittlerweile haben wir... Also wir haben, glaube ich, alle Kisten gesammelt bisher. Muss mir das Ganze erstmal angucken hier. Bam. Oh nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Boing. Ich hätte wahrscheinlich hier hochgemusst oder so. Ich weiß nicht. 16 von 19, ja. Eine fehlt uns irgendwie. Da oben ist noch eine. Da oben ist noch ein Leben. Kommen wir natürlich nicht hoch. Es gibt später noch, Leute, gibt es noch einen Doppelsprung zum Upgraden. Ich gehe mal davon aus, dass man unter anderem für gewisse Kisten noch einen Doppelsprung braucht, um diesen zu kriegen. Also man, es lohnt sich durchaus, tatsächlich am Ende nochmal herzukommen, wenn man das Spiel durch hat oder wenn man alle Gadgets hat, alle Erweiterungen. Weil man dann einfach viel besser gerüstet ist für die ganzen Dinger hier. Hä? Wie viel gibt das Viech denn? Okay, das geht nicht. Schade. Ui, ui, ui. Okay, wir haben 30, sehr schön. Bam! Es fehlt eine Kiste, das Ding riecht mich ja schon wieder auf hier. So, okay, jetzt gibt es zwei Wege, jetzt wird es kompliziert. Kommt man überhaupt drüber? Da braucht man auf jeden Fall diesen krassen Sprung, glaube ich. Gucken wir erstmal, was hier geht. Schade. Ich hätte eigentlich gern schon den Weg hier. Jetzt mal versuchen. Mal versuchen, Freunde. Ich weiß nicht. Ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ne, da braucht man den Doppelsprung. Oder? Oh! Nee, ich glaube, da brauchen wir echt den Doppelsprung, Leute. Kann man hier rauf? Nee. Da muss man später nochmal kommen, wie ich gerade gesagt habe, mit diesem Doppelsprung rüberspringen. Denn ansonsten wird man das Ganze nicht schaffen, leider. Boing, 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 boing,
boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. Sehr schön, wieder 30. Sehr schön. Oh oh. Oh oh. Schön. Oink. Didim, didim. Oh. Da oben sind Kisten. Wir haben eh schon alle verkackt. Wir haben eh schon welche vergessen, glaube ich. Deswegen ist nicht ganz so tragisch. Boing, 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 boing. Spinnchen! Schön. Ja, und jetzt fehlen uns natürlich wieder welche. Äußerst schade. Aber gut, was will man tun? Ist halt so. 72 von 95. Oh, da fehlen aber einige. Aber wie gesagt, mit dem Doppelsprung auf jeden Fall hätte man ja den anderen Weg nehmen können. Und da wären durchaus noch andere Kisten gewesen. Das heißt, man kann hier gar nicht alle Kisten bekommen, wenn man diesen Doppelsprung noch nicht freigeschaltet hat. Ja? Muss man erwähnen, Leute. Nicht, dass irgendeiner wieder meint, hey, Panne, du bist voll schlecht. Normalerweise hättest du doch alle Kisten holen können. Nein, ist nicht so. Bidim, bidim, bidim. So, Level 9 haben wir gerade gemacht, glaube ich. Genau, dann kommen wir jetzt zum letzten Level. Midnight Run. Oh nein. Das ist wieder was zum Reiten. Nicht falsch verstehen. Wenn du Rennen gedrückt hältst, kann Pura manche Hindernisse zerschlagen. Manche Hindernisse, okay. Aber was heißt denn jetzt Rennen gedrückt halten? Aber man kann auch Speed holen, glaube ich, richtig. Ah, okay. Nee, gehen wir mal nicht hoch. Versuchen wir mal wieder alle Kisten zu kriegen. Schön gemacht, Panne. Schön gemacht! Ist wieder mal super geklappt. Also gut, dieses Schnellrennen, das ist auf jeden Fall schwierig, Leute. Da muss man Übung haben für. Es geht auch so schnell hier, ne? Man hat kaum. Tut mich ein bisschen schwer, das Bild so zu beobachten. Aber wir kriegen das schon hin. Mein Name ist Panishu. Oh shit! Oh, was war das denn? Kaum ausgesprochen, Leute, gehen wir drauf. Hey! Ich glaube, wir müssen einfach nur links dran vorbei, oder? Ich meine, das fliegt da so ein Bogen, das Viech. Müsste gehen, ich versuch mal. Sieht gut aus, ne? Boing, 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 boing. Ja, ich wollte gerade noch nach rechts. Jetzt kommt die Schwierigkeit hier zutage, ja? Jetzt geht's los hier. Hat mir extrem viel gebracht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich blick gar nicht mehr durch hier. Das Teil brauchen wir. Ich glaube, wir haben's gleich. Oing. 22 von 35. Oh Leute, haben wir aber einiges verpasst. Haben wir aber einiges verpasst hier. Macht's gut, Kleiner. Ich gehe jetzt den Boss besiegen von der Map. Oder von der Welt. Ich finde die Musik so so himmlisch. Ja? Das ist einfach nur geil. Chillig, freundlich, lieb. Macht einen glücklich irgendwie. Ja? Wenn man scheiße drauf ist, spielt man eine Runde Crash. Und man ist wieder glücklich. Zumindest, wenn man die einfacheren Level spielt. So, wir speichern ab, Leute, bevor es zum Endboss geht von der zweiten Welt. So. Dingo Dai, jetzt bist du fällig.
Jetzt bist du fällig. Okay, jetzt reicht's aber. Das sind meine Kristalle. Das kannst du vergessen, Digga. Das kannst du sowas von vergessen. Ich will rein die Butter. Ich will Toast. Okay. Ach so, der hat mich erwischt. Ah, okay, der macht da ein Loch rein. Alles klar. Oh shit! Das ist aber schon fies, muss ich sagen. Das ist schon fies. Komm, mach Löcher rein. Oh shit. Armer Dingodeil, armer Dingodeil. Na komm, schieß. Jetzt holt mich das Ding hier fast ein, ey. Alter, der ist aber auch fies, ne? Ist aber auch fies, der Typ. Schnell raus, schnell raus. So, Leute, noch einmal. Noch einmal. Komm schon. Oh, jetzt macht er andersrum, lol. Jetzt macht er zufällig hier, oder was? Okay. Mach's gut, Dingodeil. Hat mich gefreut, gegen dich zu kämpfen. Der Pinguin, der ihn kaputt macht. So, Leute, wir haben was Neues, nämlich das hier ist der Doppelsprung, der legendäre Doppelsprung. Drücke für einen doppelt so hohen Sprung X zum Springen und drücke an der Spitze des Sprungs erneut X. Boing. Und raus hier. Na, das war doch mal erfolgreich, würde ich sagen. Das war gut, das war gut. Wir haben zwar ein paar Leben verloren, Leute, aber gut, ja, das gehört dazu, auch mal zu sterben, auch mal zu wipen, das ist Standard in diesem Game. Obwohl der dritte Teil bisher verhältnismäßig einfach ist, würde ich sagen. Dingodeil, das war's für dich, hau rein. Ab zur nächsten Welt, aber zuerst speichern. So, was haben wir hier? Dynamite, oh nein. Na, für zwei flauschige Beuteldachse habt ihr es aber weit gebracht. Ich bin Dr. Nefarious Troppy, Herr über die Zeit und Schöpfer der Zeitstrudelmaschine, die ihr vor euch seht. Uka Uka und Dr. Cortex haben mich geschickt, um diese Farce zu beenden. Ihr werdet mein Gebiet nicht mit den Kristallen verlassen. Das schwöre ich. Na, dann schwör mal weiter, Kollege. Weißt du was? Ich hol mir die Kristalle jetzt. Hoffe ich zumindest. Obwohl diese Wegrennlevel nicht so meins sind. Ja, da ist man immer so angespannt. Aber diesmal geht's vorwärts. Diesmal geht es vorwärts. Haben wir hier hinten noch was? Manchmal ist ja hinten noch eine Kiste oder so. Die man dann braucht. Aus dem Weg. Aus dem Weg mit dir. Oing, 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 oing. Na komm, dreh dich nochmal. Muss dich nämlich wegschießen. Bist mir zu bösartig.
Boing! Ich meine, der Weitsprung ist auch wie geil, finde ich. Der macht auch Spaß. Mittlerweile hat man den voll gut drauf. Klappt ganz gut, das Gerät. Bam. Oh, shit. Hallo, Kleiner. Kann der auch irgendwas? Der kann muss weiter springen. Kann bloß weiter springen, der Gute. Was aber nicht verkehrt ist. Oing. Oing. Weg hier, lass mich in Ruhe. Fahren wir wieder Leben zusammen hier, das ist gut. Unsere ganzen verlorenen Leben können wir wieder aufholen. So. Haben wir schon die Crystal? Oing, 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 oing. Ich. Bam. Okay. Oh, da oben ist noch was, oder? Nee, ist... Nein! Hab ich ein Glück, ey. Ich hab schon gedacht, das ist jetzt unser Aus hier. Kann man hier rauflaufen? Ich glaube schon, ne? Okay. Bonus-Level. Das schreit nach Bonus-Level. Oh nein, da hinten habt ihr gesehen. Da hinten kommt wieder dieses... der Weglauf-Moment. 25 Kisten. Okay. No problem, hoffe ich zumindest. Komm, gib mir Äpfel, gib mir Äpfel. Äpfel. Ah, das ist ein Zeichen, da müssen wir jetzt... Ah, ja, das kennen... Ja, das sagen sie mir jetzt, Digga. Das muss ich schon die ganze Zeit machen. Oh. Schön. Ja, das hat super funktioniert, würde ich sagen. 112 Kisten insgesamt. Das ist ganz schön heftig. Da kommen jetzt noch einige Kisten zusammen. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch kriege hier beim Weglaufen. Okay. Wir versuchen es. Ich versuch's irgendwie. Speicherpunkt bitte, Speicherpunkt bitte. Nein! Nein, hab ich die... Oh, scheiße. Schade, Mann, da waren wir zu langsam. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh shit! Nein! Ich will doch nur alle Kisten haben. Ich will doch nur alle Kisten haben. Ist gar nicht so einfach, Freunde, hier. Oh shit! Mann, ich hab vergessen zu springen. Bei dem Versuch, alle Kisten zu kriegen, Leute, da verlieren wir jetzt wieder einiges, ne? Da wird man wieder dafür bestraft, dass man ein Perfektionist sein möchte. Nein! Aber ist egal! Oh, bitte Speicherpunkt. Wir haben Diamanten verloren. Die Frage ist, Leute, ganz ehrlich, wenn wir da oben jetzt stehen bleiben, trifft er uns dann und wir sind dann down? Ich glaube irgendwie schon, ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, also so von der Nähe her sieht es so aus, als wären wir dann tatsächlich down. Aber ich glaube, damals, wo ich das gespielt habe, bin ich auch mal oben stehen geblieben am Rand und man konnte dann tatsächlich nicht getroffen werden von dem. Muss man vielleicht irgendwann mal testen. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall den Kristall. Das freut mich. Das hat Spaß gemacht. Leute, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Wir machen Schluss hier mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Das wäre sehr, sehr nett von euch.
Kommis nicht vergessen. Wie gefällt euch der dritte Teil? Das wäre mal gut zu wissen, wie das Ding bei euch ankommt, Leute. Haut rein, euer Panne.